Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur PHP-Programmierung. Heute geht es um das Sortieren von Arrays. Da gibt es ein paar Funktionen, die das für euch tun, aber die funktionieren alle ein bisschen anders und ja, die möchte ich euch dann alle mal zeigen. Und zwar fangen wir einfach mal an. Was wir natürlich als erstes brauchen, wenn wir ein Array sortieren wollen, ist ein Array. Dazu sage ich einfach mal hier $Zahlen und ist gleich Array, Klammer, Klammer, fertig. Und jetzt packen wir hier einfach mal ein paar Zahlen rein, aber durcheinander. Also sagen wir mal 3, 6, 1, irgendwie sowas. Ups, das M sollte vielleicht nicht da sein. Okay, so, jetzt haben wir hier ein Array mit ein paar Zahlen drin, ist völlig egal welche. Und wir wollen natürlich, dass die sortiert werden. Wir können jetzt mehrere Sachen machen und schauen uns einfach mal dann mit einer For-Each-Schleife am Ende an, wie das Ganze aussieht. Dazu sagen wir For-Each. $Zahlen habe ich es glaube ich genannt, as $i. Ist übrigens egal, ob ihr diese Schleifen hier rein macht oder ob ihr sie nach oben macht, ist völlig egal, könnt ihr euch aussuchen. Manche mögen sie oben lieber, manche mögen sie tiefer lieber. Sagen wir einfach mal hier echo $i. Okay, so, und jetzt geben wir natürlich einfach nur so dieses Array hier aus, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir wollen sie ja sortieren. Und was wir dann machen ist, wir sagen zum Beispiel Sort. Sort wäre der erste Algorithmus, der uns ein Array sortieren kann. Und wie macht er das? Array ist okay. Zahlen muss hier natürlich rein. Wie macht der Algorithmus das Ganze? Er sortiert sie aufsteigend. Das heißt, die kleinste Zahl ist vorne, also wird wahrscheinlich jetzt hier dann am Ende die 1 vorne hinkommen. Dann kommt die 3. Okay, vielleicht sollten wir das Ganze noch ein bisschen anpassen. BR. So. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich mache einfach immer eine neue Zeile nach jeder Zahl. Also wir bekommen hier eine 1, dann 3, 3, 3, 6, 8, 32 und dann 76. So eine Sortierung ist Standard irgendwie, deswegen ist es auch über den Sort hier einfach verfügbar. Wir können sie aber auch rückwärts sortieren, dann bekommen wir gerade das Gegenteil davon. Dann fangen wir mit der größten Zahl an und hören mit der kleinsten auf. Auch sehr praktisch. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit Strings. Wenn ihr Strings benutzt, dann werden einfach die Wörter nach den Anfangsbuchstaben erstmal sortiert. Und falls die Anfangsbuchstaben gleich sind, werden sie nach dem zweiten sortiert und so weiter und so fort. Also ein A ist dann kleiner als ein Z und ja, ein B ist logischerweise größer als ein A. Genau. Okay. Es gibt aber noch mehr. Es gibt nicht nur Sort und R-Sort, sondern wenn wir uns mal assoziative Arrays angucken, dann haben wir ja hier immer irgendwas, was irgendwo drauf zeigt. Zum Beispiel Alice zeigt auf 3 und Bob zeigt auf 6 und dann habe ich schon Schwierigkeiten, einen Namen mit C zu finden. Dann nehmen wir einfach mal M. Z und ja, lassen wir die 3 hier mal raus, machen hier weiter, K, R und F. So, okay, jetzt haben wir hier einfach ein paar Sachen drauf zugewiesen und jetzt können wir natürlich nicht nur nach den Zahlen hier sortieren, sondern auch nach vorne sortieren, also nach diesen Keys. Also das hier sind die Werte, falls ihr euch erinnert, das hier vorne sind die Keys. Und jetzt müssen wir natürlich immer angeben, ob wir nach den Werten oder nach den Keys sortieren wollen. Und das heißt, wenn wir hier einfach nur Sort aufrufen, haben wir ein Problem. Aber wenn wir zum Beispiel Asort aufrufen, dann sagen wir, okay, wir hätten gerne ein assoziatives Array, also das, was wir hier haben, sortiert nach den Werten und zwar ganz normal wie mit dem normalen Sort-Algorithmus. Was also hier passiert, ist folgendes. Ich würde es gerne speichern, danke. Wir sortieren ganz normal 1, 3, 3, 6, 8, 32, 76. Wenn wir rückwärts sortieren wollen, dann sagen wir hier AR Sort. Das heißt, wir kriegen es gerade andersrum wieder. Und wenn wir nach den Keys vorne sortieren wollen hier, dann sagen wir nicht A Sort, sondern K Sort. Also KR Sort sortiert mir rückwärts, das heißt, das Z wird als oberstes stehen, das heißt, wir kriegen am Ende die 8 nach vorne. Schauen wir uns gerade mal kurz an.
Die 8 kommt als erstes, weil Z ist natürlich der letzte Buchstabe im Alphabet und beim Rückwärtssortieren ist es dann logischerweise der erste. Während wenn ich das R rauslasse, dann ist die 8 ganz hinten. So war es ja eigentlich auch gedacht, dass eben dann der Buchstabe als letztes kommt. Okay, ja, so sortiert ihr Arrays, ist sehr praktisch, vor allem wenn ihr irgendwie mit Datenbanken arbeitet, wozu ja PHP oder PHP vor allem verwendet wird. Super, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao.